Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Witcher. So, ich weiß nicht, Statue oder steht dort jemand? Ich weiß es noch nicht. Da habe ich noch. Moment. Mir zeigt's doch. Er zeigt es doch hier an und ja, aber ich kann es sonst nicht weiter untersuchen. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Oh nein. Wie lange das her Nein! sein mag. Oh, falsche Taste. Okay, da haben wir. Solche dummen Viechers. Fragen, Wasserweiber kann ich mit Igni und mit Gwen. Nekrophagenöl. Advent. So, ich wollte aber Geister. Geisteröl habe ich nicht. Naja. Jürgen. Schutzschild. Naja, gucken wir mal, ob man hier unten. Ups. Die Erscheinung wegkriegen. Oder? Was bist denn du? Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Scheiße! Du dumme Sau, ey. Was stellst du dich auch hier genau hinter mich? Ah! Es ist doch zum Kotzen. Noch mehr oder was? Die dumme Sau hat die aufgeschreckt. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Mutagene zusammen. So, dass ich mir jetzt auch mal ein grünes machen kann. Für, siehst du, für Geisteröl fehlen mir da diese Tollkirschblüten noch. Warum kann ich jetzt wieder keine grünen machen? Willst du mich? Er will mich hier schon wieder irgendwie verarschen. Ist das irgendwie wieder ein spezielles gewesen? Ja, Erscheinung. Oh, gib mir doch mal ein normales. Mann!
Es ist so schon schwer, bei dieser brütenden Hitze, die momentan herrscht, aufzunehmen. Darum. Ach so, ich wollte wissen, was das hier ist. Aha. Mann! Die tut ihr irgendwelchen Scheiß machen, verstehst du? Und ich krieg die Probleme. Das ist nicht fair. So, was haben wir da gekriegt? Aha. Hätte ich unser altes gar nicht reparieren brauchen. Finde ich super. So. Kann ich meditieren? Ja. Okay, das Ding hat aufgehört zu leuchten. Das ist schon mal gut zu wissen. So, wir müssen jetzt hier irgendwie durchkommen. Wo lang? Was ist da oben los? Das ist nur Zutat. Mal da hinten gucken. Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Wo? Aha. Aber das Problem ist einfach, dieses Beschen, ne? Dieses Gas. Das ist so böse. Das hat mir jetzt schon wieder so viel abgezogen. Was plaut's denn hier immer im Hintergrund? Glaube ich, noch einen Höhleneingang gefunden. Okay. Ja, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Sire, die Forte Solesseria. Sire, die Forte Solesseria. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Okay. Vella Glam! So. Da ist eine Schwalbe.
Was ist das? Das sieht aus wie so ein Oktopus. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Aber... ich möchte mich da nicht drauf verlassen. Ich guck da erstmal alles durch. Das sieht eher aus wie ein Hund. Okay, also wenn man hier von... ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Na, dann kann's... was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Nimm dies! Was? 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 Jetzt hör doch mal auf hier mit dem Scheiß! Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht halten. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohl gefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Okay, also, es ist falsch gewesen. Dann nehme ich vielleicht doch den Hund da. Aber ich muss mich irgendwie erstmal ein bisschen regenerieren. Weil die... ja, unsere Doppelgänger haben schon ganz gut Damage verursacht. Muss ich jetzt mal so eingestehen. Na gut. So, ich hätte natürlich auch meditieren können, aber naja. Wir haben genug Essen und Trinken und Scheißendreck. Irgendwie muss ich das ja auch mal wegkriegen. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung. Nein! Musst du alles. Au! Geralt, ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Er hat mir wehgetan. Jetzt muss ich doch meditieren. Das ist schon wieder sehr ärgerlich. Sire, ni forte solesse rea. Rimsi le kelte. Ich sehe aber nichts weiter. Na gut, dann gehe ich mal da nach unten. Was? Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Ja, und jetzt soll ich... tauchen oder was? Da sieht es aus, als ob es da durchgeht. Ah, warte mal. Bevor ich hier, ne? Wir können ja hier unten nochmal schnell gucken, ob es da noch was gibt. Irgendwas, was rumliegt. Aha! Es
So. Können wir uns im Wasser umziehen? Ja, nützt uns eh nix. Na gut. Tauchen. Und los. So. Ja, das ist schön, dass es da Hinweis, ne? Aber... Kelp hier. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Hm. So, und wo ist sie jetzt? So, ich wollte jetzt nicht unbedingt abstürzen. Schau, sie gehen auf! Gehen wir! Ja, super. Komme. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Hm. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Ja, ja, ich komm dann, ne? Ich vertraue diesen Teilen aber nicht immer. Vella Glan! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Das ist ein Golem. Golem. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sirael nicht erkannt. Ja. Verdammt. Ui, ja, ja, ja. Geh weg. Alter Schwede. Geralt weg. Was kann ich vielleicht hier gegen den mal ausrichten? Irgendwie so wie nix, oder? Nein, 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 nein! Alter Finne, ey! Also eigentlich kannst du hier nur gucken, dass du irgendwie hinter das Vieh kommst. Und wenn es gerade angreifen will, dann wieder wegspringen. Weil sonst rasiert's dich.
Nein, 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 nein. Oh. Boah. Es wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Ja. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Aha. Ich muss meine Rüstung erstmal reparieren. Der hat mir ganz schön eingeschenkt, also. Heidewitzka. So. Dann werden wir mal. Meditieren. Okay. Und ja, dann geht's, glaube ich, auch weiter. Was ist hier hoch? Ja, nee, ne? Hätte ich auch hier oben stehen können und versuchen können, mit der Armbrust da drauf zu schießen. Ein Ärgernis. Ein Ärgernis. Ah, eine Truhe. Okay. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird, was sie sagt, wie sie aussieht? Nein. Warum sollte ich? Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird. Na gut, folgen wir mal den Punkten. Wie sieht es da wieder aus? Hatte ich das nie angemacht? Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. The Dream. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Ja. Na dann. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll, das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Bella Glan. Ja, aber wie es weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Für heute verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.